Dann kommen wir jetzt an der Stelle zu unserer Rubrik. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Hier können unsere Gäste Themen zur Sprache bringen, die ihnen ganz besonders am Herzen liegen. Es gibt ein Gedicht von Rudyard Kipling, und das heißt Wenn. Und das würde ich Ihnen gerne erzählen. Wenn du den Kopf behältst und alle anderen verlieren ihn und sagen, du bist schuld, wenn keiner dir mehr glaubt, doch du vertraust dir und du erträgst ihr Misstrauen in Geduld. Und wenn du warten kannst und wirst nicht müde und die dich hassen, dennoch weiter liebst, die dich belügen, strafst du nicht mit Lüge und dich trotz Weisheit nicht zu weise gibst. Ja, wenn. Wenn du dich nicht verlierst in deinen Träumen, wenn du nicht ziellos wirst in deinem Geist, wenn du Triumph und Niederlage hinnimmst, beide Betrüger gleich willkommen heißt. Wenn du die Wahrheit, die du mal gesprochen, aus Narrenmäulern umgedreht vernimmst und siehst dein Lebenswerk vor dir zerbrochen und niederkniest, wenn du es neu beginnst. Tja, wenn. Setzt du deinen Gewinn auf eine Karte und bist nicht traurig, wenn du ihn verlierst. Und du beginnst noch einmal, ganz von vorne, und sagst kein Wort, was du dabei riskierst. Wenn du dein Herz bezwingst und deine Sinne, all das zu tun, was du von dir verlangst. Auch wenn du glaubst, es gibt nichts mehr da drinnen, außer dem Willen, der dir sagt, du kannst. Wenn dich die Menge liebt und du doch du bleibst, wenn du den König und den Bettler ehrst, wenn dich nicht Feind noch Freund verletzen können und du die Hilfe niemandem verwehrst, wenn du die unverzeihliche Minute 60 Sekunden lang verzeihen kannst. Dein ist die Welt und alles, was darin ist. Und noch viel mehr, mein Sohn. Dann bist du ein Mann. Das finde ich einen wunderbaren Weg. Man wird es nicht schaffen, man wird sonst heilig gesprochen, aber man kann es ja wenigstens versuchen.